Oh Mann, ey, irgendwie krabbelt es mich heute im ganzen Gesicht. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ihr wisst Bescheid, klickt einfach drauf, wo ihr hin wollt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich gelesen habe heute, war Pfade im Nebel. Das war mein Gestaltenwandlerbuch vom Juli und es war der 13. Band. So gerne ich diese Reihe habe, aber so viele Bände am Stück lesen, es strengt einfach nur an und es braucht definitiv Ausdauervermögen und oh. Also ich habe jetzt nächsten Monat noch ein Buch und dann bin ich auch froh, wenn ich bis Dezember erstmal Ruhe habe und kein Gestaltenwandlerbuch erstmal mehr lese. Und ja, ich stelle das einfach mal mit hier hin. In Pfade im Nebel geht es um den Fallgardisten Vasic und dieser hat einen ganz speziellen Handschuh und dieser Handschuh verschmelzt quasi mit seinem Körper, hat aber einige Fehlfunktionen, das ist ein Prototyp und der steht kurz davor so puff, zu machen und Vasic hat sich so schon mit seinem Schicksal eigentlich abgefunden, bis er auf die mediale Ivy trifft. Und damit ändert sich dann alles komplett für ihn und da brauche ich glaube ich nicht sagen, es ist amazing und es ist ein Gestaltenwanderbuch und hallo! Ja, dann geht es natürlich in diesem Buch auch wieder um die ganzen Hintergründe in der medialen Welt, was da passiert ist. Im 12. Band hat es ja so richtig geknallt, also in dem Teil von Caleb Krycek, da war ja das große Kaboom. Und jetzt beginnen so langsam die Nachwehen nach dem Kaboom. Und jetzt geht es halt darum, diese Welt komplett neu zu strukturieren und umzuändern und umzumodeln, um zu gucken, wie kann diese drei Spezies, also Menschen, Medial und Gestalten, man da doch irgendwie vielleicht in Einklang miteinander leben. Und dann gilt es ja auch immer noch, das Medialnetz zu retten, wo die Medialen ja alle miteinander verbunden sind und die kriegen dort so ein Bio-Feedback von diesem Medialnet und das ist aber kurz vorm Absterben. Ja, ne, das ist alles nicht so einfach. Die haben da ja mit schön vielen Baustellen zu tun. Darum geht es auch noch in diesem Buch und ich muss sagen, also dieses Buch ist ja auch recht dick, ne? Also es hat auch, glaube ich, 600 Seiten gehabt, knapp. Und mir war das bei diesem Buch wie im 11. Band. Also das war so ein Übergangsteil, jetzt nicht unbedingt, weil das große Kaboom schon kam. Aber man hat hier sehr viel Hintergrundinformationen gehabt. Man hatte hier wieder sehr, sehr viele Baustellen an verschiedenen Stellen. Und dann parallel, wie gesagt, noch die Geschichte von Vasic und Ivy. Die ist mir auch hier in diesem Buch wieder ein bisschen zu kurz gekommen. Also wie gesagt, dadurch, dass man diese vielen Baustellen hatte, musste man schon wirklich genau lesen. Und man musste auch mitdenken beim Lesen. Und man musste auch wirklich wieder so denken, so, okay, wie war das noch gleich dort und wie war das jetzt mit denen und wer war jetzt noch wo? Ich sag mal, es wird ja auch von Buch zu Buch, werden es ja immer mehr Charaktere, die in dieser Reihe mitspielen und die kommen alle immer wieder irgendwie dann mit drin vor. Und wenn du einen Charakter hattest, der drei Bände nicht drin vorkam und auf einmal wieder auftaucht, da die ganzen Zusammenhänge dann erstmal wieder herstellen, das ist nicht so einfach, ne? Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen hat es mir auch wieder richtig gut gefallen. Und ich bin jetzt auf den nächsten Teil gespannt. Da geht es dann um den Fallgardisten Aiden oder Aden, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Und dann ist Ruhe bis Dezember. Dann bin ich auch ehrlich gesagt erstmal ein bisschen froh drüber. Aber ansonsten, es war ein schöner Teil der Reihe. Aber wie gesagt, die Liebesgeschichte kam mir hier ein bisschen kurz. Und ja, auch dieses ganze Drum und Dran war mir einfach ein bisschen zu viel teilweise. Aber es ist schon krass, was in diesem Buch auch so noch alles passiert ist. Also wie dieses Medialnetz zerfällt und wie das alles, also ist schon echt heftig, was da alles passiert. Also ich liebe diese Reihe immer noch. Zum Setting schreibst du den ganzen Scheiß, sage ich jetzt einfach nichts mehr. Das ist in jedem Buch das Gleiche, das ändert sich ja nicht. Und ja, I like it, I love it und yay! Nachdem ich dann Pfade im Nebel beendet hatte, hatte ich dann mit einem anderen Buch schon angefangen und dann kam die Post und hat mir dieses Buch hier gebracht. Der Titel 4, keine Verpflichtungen, nur Liebe. Ja, und die Post war da und ich habe es angefangen zu lesen und war an dem Tag, wo die Post das gebracht hat, auch noch fertig. Dieses Buch hat auch nur knappe 235 Seiten, also man kann es wirklich sehr, sehr schnell lesen. Es ist jetzt auch gesagt auch nicht dick oder so. Und es ist der vierte Teil der Dare to Love-Reihe von Carly Phillips. Ich habe dieses Buch wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Also der Schreibstil ist wirklich total einfach und locker leicht. Ich kann immer noch nur sagen, das ist kein unschuldiges Buch. Das ist nicht so, wie es aussieht. Es ist ein wirklich erotischer Roman. Und in diesem Buch befinden wir uns am Anfang auch in einem BDSM-Club. Denn in diesem Buch geht es um Declan Dare. Und Declan ist der Bruder von Gabriel Dare und um Gabriel ging es im dritten Teil. Und deswegen kennt man Declan schon so ein bisschen und man erfährt hier, dass Declan eine schlimme Vergangenheit hatte und schwere Verlustängste hatte und deswegen möchte er keine Beziehungen eingehen. Deswegen geht er in den BDSM-Club, um sich dann dort halt so ein bisschen
Freude zu verschaffen, nennen wir es mal so. Er hat dann aber schon in letzter Zeit gemerkt, dass es irgendwie alles nicht mehr ganz so seins ist und dass er da nicht mehr wirklich so die Muse hat. Geht aber immer noch hin, weil er vor einigen Wochen eine Entdeckung gemacht hat. Und diese Entdeckung heißt Amanda Collins. Amanda geht auch in diesen BDSM-Club und tut sich dort gerne Männern unterwerfen. Und Declan rettet dann Amanda aus einer fiesen Situation, hat sich vorher aber auch immer nicht getraut, sie anzusprechen. Aber die beiden haben immer so ein bisschen so Blickkontakt gehabt. Aber wie gesagt, sie ist nicht auf ihn zugegangen, weil sie dachte, er findet sie nicht attraktiv genug, um sie anzusprechen. Und er ist halt nicht auf sie zugegangen, weil er schon das Gefühl hatte, dass sie irgendwie anders ist als andere Frauen. Und dass er dann halt mehr möchte als nur eine Nacht, weil er sie halt so auf Anhieb anreizend fand. Naja, auf jeden Fall rettet er sie dann aus dieser prekären Situation, nimmt sie kurzerhand auch mal mit nach Hause. Nach einer Wahnsinnsnacht, sag ich mal, für die beiden, verschwindet sie dann aber am nächsten Tag und Declan kriegt sie aber nicht mehr aus dem Kopf. So, das ist so das Grobe vom Inhalt, was ich euch sagen kann. Wie ihr gerade schon gemerkt habt, auch dieses Buch ist etwas übertrieben und etwas weit hergeholt alles. Aber wie auch beim dritten Teil, mochte ich diesen Teil eigentlich ganz gern, auch wenn hier der erotische Anteil vielleicht wieder einen Tacken höher war, aber war jetzt nicht ganz so extrem, ganz so schlimm. Und diese Sache mit dem BDSM-Club ist wirklich nur am Anfang und man merkt, dass Declan zwar ein Mann ist, der gerne das Zepter im Bett in der Hand hält, aber er ist jetzt um Gottes Willen kein Dom, der da so auf Peitschen und Schlagen und so steht. Also Gott sei Dank nicht. Nein. Aber ansonsten mochte ich dieses Buch auch wirklich wieder sehr, sehr gern. Wie gesagt, die lassen sich echt locker leicht so für zwischendurch mal mitlesen, wer mal so Lust auf so einen erotischen Roman hat. Und er schreibt es, wie gesagt, auch wieder total angenehm und locker leicht zu lesen. Das Setting ist wieder in New York, was ich auch immer noch sehr cool finde. Und ich mochte die Protagonistin Amanda auch ganz gerne. Sie hat so typische frauliche Komplexe, weswegen man sich gut in sie hineinversetzen kann. Und wenn man dann ihre Hintergründe so erfährt, weiß man auch genau, warum sie so ist. Und man kauft ihr das auch ab, dass sie so ist, wie sie ist. Und es ist jetzt nicht so wie im dritten Teil. Da hatte die Isabelle, die hat ja schon, die war schon sehr naiv, ne? Also die war schon wirklich extrem naiv und du hast dir an manchen Stellen gedacht, Mädchen, boah, nee, Mädchen, warum? Und das war bei Amanda aber nicht so, sie war da schon wirklich vom Charakter her ein starker Charakter und sie hat mir da auch definitiv gut gefallen und Declan war auch so cool. Ja. Declan mochte ich auf jeden Fall auch ganz gern und wie gesagt, die restlichen Protagonisten aus den anderen Bänden kommen ja auch wieder mit drin vor und ja, ich mochte das Buch, man kann es nicht sagen, es ist ein solides, gutes, erotisches Buch, so für zwischendurch und ich werde auf jeden Fall in der Reihe dranbleiben. Der fünfte Band kommt am 12. September raus, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und ja, also wenn ihr Lust habt auf ein erotisches Buch, was man so zwischendurch einfach mal mitlesen kann, einfach vielleicht um das Ganze, was man liest, auch mal wieder mit aufzulockern. Ich lese die ja immer gern, wenn ich Fantasy und sowas gelesen habe, einfach mal so zwischendurch mit, um halt einfach mal so was Leichtes zu lesen, wo ich nicht denken muss. Und dafür sind die ideal. Wenn ihr Bock habt, lest es. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Und die ganzen anderen Bücher kann ich euch auch empfehlen. Ja. Damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video. Und ich habe es endlich geschafft. Nach einem Jahr habe ich es endlich geschafft, dieses Buch zu lesen. Chroniken der Schattenjäger Clockwork Princess von Cassandra Clare. Das ist der letzte Teil der Infernal Devices Reihe. Und ich kann schon mal sagen, für mich ist definitiv der beste Teil der Reihe, denn ich hatte mit Band 1 und 2 so ganz schöne Schwierigkeiten, weil einfach der Schreibstil von Cassandra Clare nicht mein Fall ist. Das kann ich euch sagen, ey. Diese Frau hat hier Umschreibungen drin, die beschreibt jede Blümchentapete bis ins Kleinste, dass du auch wirklich weißt, wie die Blümchen aussehen und dass du auch definitiv eine Ahnung hast, wie das alles aussieht und Nee. Also, ich werde von Cassandra Clare auch erstmal nichts mehr lesen. Ich hatte ja Anfang des Jahres die Chroniken der Unterwelt gelesen. Das war auch nicht meins und jetzt, wie gesagt, den hatte ich seit letztes Jahr herumstehen, den dritten Teil, Band 1 und 2 habe ich letztes Jahr schon gelesen. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, bevor ich dieses Buch weggebe, lese ich es wenigstens einmal, dass ich die 20 Euro nicht aus dem Fenster geschmissen habe. Und ich muss sagen, der dritte Teil war von der Story her ganz angenehm. Er hatte natürlich wieder diese unsagbaren Umschreibungen drin, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich hier und da mal eine Seite übersprungen habe. Ganz einfach, wenn ich angefangen habe, wenn ich gemerkt habe, die fängt an jetzt zu umschreiben, habe ich einfach eine Seite weitergeblättert und habe geguckt, wo der Dialog wieder anfängt. Und tada, ich hatte nichts von der Story oder der Handlung verpasst, weil sie hat ja nur umschrieben. Also, ja. Deswegen, also Cassandra Clare und ich werden, was das betrifft, definitiv keine Freunde. Ja, ansonsten kann ich zum Inhalt nicht viel sagen. In diesem Buch geht es immer noch um Tessa und um Will und um Jem. Die zwei sind der Schattenjäger und Tessa ist am Anfang
von Will und Jem aus einer Gefangenschaft gerettet wurden und ist dann bei den Schattenjägern quasi aufgenommen worden, weil sie keine Familie mehr hat. Dann gibt es dort noch so einen Bösewicht, der ganz böse Automaten, wie sich das nennt, herstellt und die Menschheit damit vernichten möchte. Und die gilt es dann noch zu bekämpfen in diesem Buch und dann gilt es noch rauszufinden, wer Tessa denn eigentlich wirklich ist. Ja, mehr kann ich zum Inhalt nicht sagen. Wie gesagt, das ist der dritte Teil, ich spoilere euch komplett zu. Deswegen kann nichts sagen. Vom Setting her befinden wir uns hier in London um 1800, also Ende 19. Jahrhundert, 1880, 76, irgendwie sowas. Und ich mag ja solche etwas älteren Settings ganz gerne, wenn man so ein bisschen in der Zeit zurückgeht. Und man kann sich diese Welt aufgrund der ganzen Umschreibungen von Cassandra Clare natürlich wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Von den Charakteren muss ich sagen, mochte ich die Charaktere eigentlich ganz gerne, allerdings aufgrund dessen, dass das ja so eine altertümliche Sprache auch ist. Also ne, 19. Jahrhundert, ihr wisst, da geht man nicht einfach hin und sagt, ach, ich hab mich in dich verlauft. Nein, da muss man einer Frau noch den Hof machen und sie umgarnen und umwerben und bla bla bla. Aufgrund dessen fand ich manche Reaktionen von den Protagonisten, das war alles nicht so meins. Aber naja, gut, ist halt so. Das kann man halt nicht ändern aufgrund der Zeit, in der das spielt. Ansonsten fand ich die Charaktere eigentlich ganz gut. Also ich mochte Will und ich mochte Jem auf jeden Fall auch. Und Tessa war mir auch sehr sympathisch. Und die ganzen Nebencharaktere mochte ich eigentlich auch alle ganz gerne. Ansonsten kann ich zu den Charakteren wirklich nicht viel sagen. Was mich in diesem Buch wirklich sehr, sehr bewegt hat, muss ich wirklich sagen, war der Epilog. Also es ist wohl der längste Epilog, den ich jemals gelesen habe. Ever, ever, ever. Ich glaube, der geht über 25 Seiten. Dafür ist er wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Und man bekommt wirklich einen sehr, sehr schönen Blick auf die Zukunft. Also man erfährt dann, was mit den ganzen Protagonisten passiert ist und wie das Ganze ausgegangen ist. Obwohl für mich immer noch eine Frage am Ende offen bleibt, die ich jetzt hier natürlich nicht stellen kann, obwohl bestimmt viele von euch die Reihe schon gelesen haben. Kann ich jetzt trotzdem nicht fragen, wie ihr das seht, weil sonst würde ich hier komplett spoilern. Und das möchte ich nicht. Also wie gesagt, eine Frage ist für mich am Ende immer noch offen geblieben. Aber ansonsten, wie gesagt, mochte ich den dritten Teil wirklich von allen am liebsten. Das war wirklich für mich noch der spannendste Teil der ganzen Reihe. Und aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt gelesen habe und dass ich mit dem Thema durch bin. Und dass ich da nicht mehr drauf zurückkommen muss. Nein, nein. Cassandra Clare und ich. Das passt nicht. Tut mir leid.